Also, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Können wir unsere Siegesserie fortsetzen mit unserem Experiment hier? Und Ragnar ist schon wieder mit dem 1 zu 0 für Kaiserslautern. Ach, wir fangen genau dort an, oder wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Ugratsch, voller Eckball, Ragnar Ache. Also, jeder Kopfball, den wir da momentan gewinnen, und verwertet Ragnar Ache immer vorne, aktuell. Gewiss, Engelhardt. Hoffmann. Engelhardt. Oh, was macht da die Hinterabwehr? Ausgleich von Fortuna Düsseldorf. Vincent Vermeil. Hintermannschaft bei Kaiserslautern hat da nicht gut ausgesehen. Engelhardt setzt sich hier durch. Frederik Winter, schlechter Pass bei dem Rückpass. Ja, und ich weiß nicht, aber Vincent Müller hätte den noch haben können. Stevanovic. Ugarsch kann noch klären den Zweikampf, aber es geht weiter. Ilioa. Und Ragnar. Turbulente Anfangsphase in Düsseldorf. Marlon Ritter. Ja, knapp drüber. Guter Freistoß. Aber da wäre mehr drin gewesen. Noch 37 Minuten gespielt. Weiterhin 1-1 bei Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Sobotka. Na, da rennt sich Nies schon fast die Füße durch. Kommt da nicht mal hinterher. Zimmermann. Thomas Hoppertka. Er bringt die Flanke rein und Frederik Winter. Nicht gut geklärt. Boah, Engelhardt. Knapp drüber. Ja, und jetzt hat sich Masochi verletzt. Ja, so schnell geht's wieder mit unserer. Ja, mit unserem Experiment hier. Also, was auch jetzt hier verletzt, Malon Ritter wird jetzt auf die offensive Mittelfeldposition ausweichen. Und wir bringen Semisar hin, würde ich sagen.
Leo. Hoffmann. Zimmermann! Und Vincent Müller. Und das wird eine, wie soll ich sagen, eine ganz andere Partie werden als die Partie, die wir zuvor gehabt haben. Gegen Düsseldorf. Stepanovic. Leoa! 2-1, Fortuna Düsseldorf! Und plötzlich liegt man da hinten in Düsseldorf. Frank Ronstadt. Winkler. Frank Ronstadt mit einer nicht schlechten Flanke. Bilbia. War nicht schlecht bis jetzt, aber es könnte natürlich besser sein. Wir geben ihm nur noch zu viel Raum, glaube ich. Also schauen wir mal, dass wir die Räume noch schließen und offensiv wieder besser werden. Nihes. Ragn Ache. Frank Ronstadt. Oh, der war nicht schlecht. Ritter kommt nicht dran. Wird hier gelegt. Und Bilbia. Mit dem 2:2. Philipp Bilbia. Tolle Partie von Kaiserslautern, aber auch von Düsseldorf. Auf Frank Ronstadt bringt den Ball super rein. Frank Nachher lässt den durchgehen. Er hat dann versucht, Ritter an den Ball zu kommen. Und ja, Bilbia nimmt den Abpraller und schiebt ihn rein. Tolle Partie von beiden Seiten. Viele Chancen auf beiden Seiten. Beide knallharte Effizienz. Er kann diese Partie für sich entscheiden. Kaiserslautern oder Fortuna Düsseldorf. Ah, Frank Ronstadt, der möchte auch zeigen, dass er noch zum Kader gehört und Einsatzminuten haben möchte. Und vielleicht sogar noch Matteo Morey hier lösen möchte. Eine Frage. Herr Marlon Ritter Schuss wird geblockt. Der spielt unglaublich konstant Marlon Ritter aktuell. Schindo Appelkamp. Leoa. Oh, schlechter Einsatz von Buras. Ivanovic. Und knapp daneben.
Sie wollen die nächste wechseln. Mit Carol wird kommen. Friedrich Jäger macht sich bereit. Ja, und wir werden Champlum nochmal die Möglichkeit geben, hier Einsatzminuten zu ergattern. Das sind jetzt vier, genau. Anstatt. Lange Ball von Vincent Müller. Gewiss, weg ist er. Winkler. Frank Ronstadt. Super gelöst von Frank Ronstadt. 1:2, Frank Ronstadt. Wahnsinns Einzelleistung. Stark gemacht. Und jetzt schaut euch das an, bei dem Pass. Dribbelt er den ersten Verteidiger aus, nimmt sich die Zeit, die Ruhe und war wie im Stil eines Goalgetters. Ganz cool von Frank Ronstadt. Semi Sahin, Bilbia. Jetzt rennt der Ball. Der Kaiserslautern, aber jetzt die Kontermöglichkeit. Jindo Appelkamp. Und Vincent Müller. Leo. Düsseldorf und Kaiserslautern, das sind immer sehr interessante Partien. Und immer sehr spannende Partien. Weiß man nie, wie das ausgeht. Das kann auch natürlich für Düsseldorf noch ausgehen. Leo. Ivanovic. Oh, Ginczek, Daniel Ginczek, 3:3 Ausgleich für Düsseldorf. Ja, unglaublich, was da noch abgeht, was da noch möglich ist. Jan-Frank Ronstadt zeigt an, er möchte rausgenommen werden, aber auch andere Spieler zeigen an, sie möchten rausgenommen werden. Und der Trainer sagt, ja, ich kann aber ja nicht alle rausnehmen. Das geht nicht. Müsst euch entscheiden, wer drin bleiben möchte und wer nicht. Schau, Blum. Er hat bis jetzt noch nicht viel gezeigt, ja. Aber gut, das ist auch eine schwere Partie gegen Düsseldorf. Ja. Ritter. Hallo Ritter! Gute Möglichkeit. Bleibt es beim 3:3 oder kann Kaiserslautern nochmal in Führung gehen? David Herold. Ah, da ist Ragnarche! Sein 15. Saisontreffer! Ragnarche! 4:3! Und die Kaiserslautern-Fans, die feiern auf der Tribüne. Unglaublich, David Herold mit der Ecke. Danach setzt sich durch und bringt den Kopfball ins Tor rein. Oh, da sieht Carsten Meyer auch nicht gut aus. Ah,
Was für eine Partie in Düsseldorf. 4:3 für Kaiserslautern. Morey, über die rechte Seite. Nihes! Oh! Morey, 5:3, das wird's gewesen sein. 92. Minute. Der Schiedsrichter schaut sich den Treffer nochmal an, denn die Verteidiger haben reklamiert. Es wird überprüft. Nein. Kein Abseits. Absolut kein Abseits. Abseits-Situation? Nein, auch nicht. Das Zuspiel? Auch nicht. Also, alles richtig gesehen. Und Mathieu Morey, da merkt man sich auf der rechten Seite, da geht alles. Das war's. Kaiserslautern gewinnt 5:3 in Düsseldorf. Gegen die Fortuna. Nach einem 2:1 in der Halbzeit für die Fortuna. Also, Kaiserslautern mit 12 Spielen, 25 Punkten auf Rang 3. Ein Punkt hinter Holstein Kiel, da ist jetzt alles drin. St. Pauli, 3 Punkte noch vorne dran. Kiel hat verloren gegen Osnabrück und plötzlich ist Osnabrück da und Hansa Rostock muss sich jetzt auf den Playoff-Plätzen in der Relegation für den Abstieg plötzlich wiederfinden. Also, so schön kann es gehen. Also und 1860, ja, da geht weiterhin nicht viel. Unglaublich. Das ist ein guter Einstand für das DFB-Pokalspiel. Simone Masochi hält 6 Wochen aus. Ich kann jetzt nicht sagen, waren wir so schlecht in der Ausstellung? Die so gut? Oder haben wirklich, hat Düsseldorf wirklich hier einen Gang höher geschaltet als alle anderen, die wir davor gehabt haben? Filip Stevanovic war auch ein saustarker Spieler. Platz. Ja, und Lukas Leibrock, ja, der hat nur 6 Minuten gespielt und nicht zur Debatte. Also es bleibt weiterhin spannend in der zweiten deutschen Liga. Das schaut schon sehr gut aus. Also kann sein, dass wir unser Saisonziel noch umschrauben müssen. Denn wir spielen hier eine unglaublich. Auch eine unglaubliche Saison, muss man auch sagen. Bis jetzt. So, wenn ich mir das jetzt so anschaue. 43.000, jetzt kommen langsam wieder mehr Zuschauer ins zweite Stadion. In Schalke waren wir fast ausverkauft. In St. Pauli waren wir auch fast ausverkauft. Jetzt für Wien Wiesbaden wird es noch nicht so werden. Paderborn wird es auch noch nicht so werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gegen Karlsruhe ausverkauft sind. Gegen die Hertha eventuell. Das schaut, dass wir ausverkauft sind gegen Heidenheim. Und gegen Düsseldorf. Düsseldorf hat unglaublich gut gespielt, finde ich. Also,
gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob die jetzt wirklich schlecht waren oder nicht. Schauen wir mal kurz. Die haben. Und sie haben so 4 Spiele in Folge verloren, aber sie haben es alles abgelegt. Die volle Unterstützung meiner Spieler. Das ist schön. Schön zu sehen. Ragnar Ache bekommt die Torprämie. 15 Saisontore, 57.000. Naja, stimmt, er hat ja nur vertraglich eine Prämie so gesichert. Schauen wir uns noch ganz kurz. Schaut's denn aus mit der Klausel bei ihm? Nämlich aufpassen, weil jetzt haben wir nämlich noch 7 Ligatore, 8 weitere Ligaeinsätze. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch 200.000 mindestens im Eintracht Frankfurt. So, Tobias Raschel fehlt. Oh, 7 Euro. Das ist bitter. Tobias Raschel fehlt 7 Wochen aus. Aber ich habe zum Glück noch gut viele Spieler in der Hinterhand, die nächsten 7 Wochen. Hoffentlich verlassen sie sich nicht alle, oder ich bringe dann die Klippe. Man weiß ja nie. Es kann sein, dass wir auf Leib aus vielleicht den einen oder anderen noch. Viel Geld haben wir momentan nicht. Oben war ein Bommel. Leo Sauer. Der Clemens Riedl. Anstatt. Ein Innenverteidiger. Oder wird es uns passen? Das können wir uns überlegen, dass wir die mitnehmen in die Bundesliga. Würde zu uns passen. Schalke und Hoffenheim hat Interesse. Da müssen wir dann halt einen Jan Elvedi verkaufen. Denke ich mal. So, Noah Katterbach. Okay. SV Elversberg. Also, im Südwestderby sind wir Favorit. Elversberg ist aber auch gut in Form. Das könnte ein spannender DFB-Pokal werden. Denn Elversberg liegt wieder auf Rang 3 in der dritten Liga. Die haben ja richtig Bock wieder. Die haben ja richtig Bock. Das gefällt mir. Erzgebirge auch. Das ist schade für Erzgebirge auch. Wenn das so, wenn sie da absteigen würden. Genau, Daniel Hanslik. Der spielt bei Gornik. Auch interessant. Eine interessante Entwicklung, die er da hat. Wenn wir den richtig trainiert hätten, hätten wir aus dem noch was machen. So, Klose. Janik Kochelt, okay. Miroslav Klose. Weibrock. Ich glaube, das ist für Miroslav Klose ein richtiger guter Schritt zu Weibrock. Dänische Liga, norwegische Liga vielleicht. Da irgendwo einer andocken könnte. Hat schon das Zeug als Trainer, bin ich ganz sicher. Er braucht halt nur Erfahrung. Das ist alles.
Ja, wir wollen diesen Titel gewinnen. Ne? Ja, ist gut. Muss ich mir auch genauer anschauen, aber das ist gar nicht geruckelt. Er ist gut in Form, ne? Er ist ein guter Spieler. Also, ich glaube, dass SV Elversberg, und da werden wir wahrscheinlich in der Bundesliga ausstehen, in die zweite Liga zurückkommen werden. Kevin Groden, der hat bei Nürnberg gespielt. Mal anschauen. Carlos Sickinger ist wieder dabei, immer noch dabei beim SV Elversberg. Ja, die haben sich gut verstärkt, muss man sagen. Die haben sich wirklich gut verstärkt an einigen Positionen. Wenn man sich zum Beispiel den hier anschaut, der Ekstraklasse in der dritten Liga, ich meine, der ist 30 Jahre alt, kann ich nicht. Aber der hat die Einsatzrate, der hat die Teamwork, das passt alles. Das alles nutzen für die zweite Liga. Die Physiswerte sind halt ein bisschen problematisch. Aber vom Einsatz her, von den Einsätzen her, passt das wirklich. Das passt dann wirklich gut in die Mannschaft rein. Kann der Mannschaft helfen. Sie könnten vielleicht den einen oder anderen jungen Spieler noch ertragen. Schöner Ilias Reinheimer. Ist der Bruder vom Reinheimer. Und Gips, David Schramm. Schauen wir mal, wie sich das da entwickeln wird. Also, 29. Oktober. Jetzt kommt noch der 30. Oktober. Jetzt kommt noch DFB-Pokal. Und das wird wieder eine interessante Frage. Ich hoffe, ich verschätze mich jetzt nicht. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Risiko. Und Risiko heißt, wir werden Vincent Müller eben im Tor nicht spielen lassen und Arthur Lüsker blickt sich aus. Der hat ja, der bekommt die DFB-Pokal-Einsätze. Das haben wir gesagt. So, also. Bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich freue mich drauf, wenn ihr auch alle mit dabei seid.